Here comes the sun. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein sehr Make-up-Mittwoch-typisches Video. Und zwar habe ich mal wieder einen Tagestest für euch zu dem L'Oreal Lumi Magique Make-up. Ich habe mir das hier in Neuseeland neu gekauft. Ich habe das vorher noch nie ausprobiert. Ich trage das heute zum ersten Mal. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn ich mal wieder so einen Tagestest mache und mein Make-up einfach den ganzen Tag begleite. Genug vom Intro. Viel Spaß mit dem Video. Also ich habe die Foundation in der Farbe W3 Golden Linen. Und die ist ein bisschen dunkler, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir die jetzt geholt, weil hier ja jetzt der Sommer kommt und ich gerne eine bisschen dunklere Foundation haben wollte, weil meine alle einfach sehr, sehr hell sind. Die Seite werde ich mit einem Pinsel auftragen und zwar mit dem Zoeva 103 Define Buffer. Da haben schon viele gefragt, immer mit welchem Pinsel ich meine Foundation auftrage. Also es ist immer der hier und die andere Hälfte werde ich jetzt einfach mal mit den Fingern machen, einfach um zu sehen, wo da der Unterschied ist. Pumpspender ist schon mal sehr gut. Also sie riecht auf jeden Fall sehr gut. Das ist mir bei Make-up immer ultra wichtig. Also eigentlich kann einem bisher echt egal sein. Okay, also mit dem Pinsel lässt sich das sehr, sehr gut auftragen. Muss man sagen. Verblendet sich richtig schön mit der Haut und sieht trotzdem noch sehr natürlich aus. Aber trotzdem sind einfach so diese Rötungen, die ich hier so ein bisschen habe. Und ich habe so ein bisschen fleckige Haut. Das ist einfach weg. Und ich hatte 2 Pumpstöße, glaube ich, auf meinen Handrücken gemacht. Was schon relativ viel ist eigentlich. Das ist jetzt einer. Können wir das überhaupt sehen? Ja, das hat nicht mal so richtig, richtig gereicht. Also so sieht es bis jetzt aus. Ihr seht, die Sommersprossen gucken noch ein bisschen durch, aber viel, viel mehr hier. Und hier ist so ein bisschen fleckig. Da sind so weiße Flecken dazwischen und hier ist so ein bisschen Rötung. Und die Seite sieht dann einfach so ein bisschen schöner aus. Gerade wenn man eben noch irgendwie, irgendwas mit dem Gesicht machen möchte, ist das eine ganz gute Basis. Ich finde, an der Nase sieht man es richtig krass. Nee, also mit Pinsel gefällt mir schon viel besser. Ohne, dass ich überhaupt bisher irgendwas gemacht habe. Also mit dem Pinsel ist viel einfacher, weil das mit der Hand so auf der Haut rumschmiert. Seht ihr das? Da muss man, glaube ich, sehr lange reiben. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass man das Make-up jetzt an den ganzen Fingern hängen hat. Ich verblende das jetzt gerade noch ein bisschen mit dem Pinsel. Also das ist jetzt nur die Foundation, einmal mit dem Pinsel, einmal mit der Hand, aber das war ja jetzt nicht so erfolgreich, deswegen nochmal verblendet mit dem Pinsel. Und ich werde jetzt mein restliches Make-up fertig machen, also soweit fand ich sie ganz cool, sieht auch sehr gut aus. Man hat so eine leicht glänzende Haut, wie ihr seht, also es ist jetzt kein mattes Make-up, aber das steht ja auch drauf, dass es so aussieht, als würde man von innen heraus leuchten. Und das kann ich jetzt so erstmal unterschreiben. Also ich habe das Make-up jetzt seit einer Stunde drauf, habe auch Concealer drauf gemacht, habe Puder drauf. Und es ist noch alles prima. Ich habe mich nicht so krass gepudert, damit dieser bisschen Glow noch durchkommt, weil ich das persönlich ganz schön finde. Aber wie gesagt, ne, es ist kein mattes Make-up. Vielleicht liegt es daran, weil ich fast nie Make-up trage. Vielleicht liegt es an der Foundation. Auf jeden Fall merke ich das, was auf meiner Haut ist. Es fühlt sich so ein bisschen zu an. Also es fühlt sich ein bisschen so an, als könnte meine Haut nicht atmen. Aber ansonsten bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Vor allem, wenn man halt richtig noch geschminkt ist, dann finde ich die Foundation sehr cool. So Leute, es ist jetzt gleich 3 Uhr. Ich habe das Make-up jetzt seit 4,5 Stunden drauf. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe Video geschnitten und Fotos gemacht und was ist noch? Gegessen? Also ihr könnt es vielleicht sehen, dass ich ein bisschen glänze. Ich habe mich nicht nochmal abgepudert. Also man sieht die Poren, das solltet ihr bedenken, es ist nicht irgendwie porenminimierend. Und ich habe das Gefühl, also es hat sich nicht hier in dieser Falte abgesetzt, wie ich es vermutet habe. Ich habe das Gefühl, es ist an manchen Stellen so ein bisschen fleckig, cakey geworden. Also vor allem hier, wo ich noch Concealer verwendet habe und aber generell auch so ein bisschen auf der Seite, wo ich es mit der Hand aufgetragen habe, ist es ein bisschen ungleichmäßig geworden, habe ich so das Gefühl. Dann glänze ich vor allem so hier im Backenbereich, am Kinn vorne und an der Stirn. An der Stirn vor allem sieht man ziemlich diese Poren. Mittlerweile ist jetzt 5 Uhr und wie ihr sehen könnt, glänze ich ganz schön. Also ich bin gerade schon fast ein bisschen erschrocken.
Das ist mir jetzt so auf jeden Fall zu glänzig, weil das einfach so aussieht, als hätte man so sich ultra krass sonst wie betätigt. Ich saß aber wirklich die ganze Zeit nur hier und habe Videos geschnitten, Videos gedreht. Weil wir jetzt noch was vorhaben, werde ich das Ganze jetzt noch mal kurz ein kleines bisschen abpudern, zumindest in der T-Zone. Also so sieht das Make-up jetzt nach 6,5 Stunden aus, mit nochmal abgepudert. Ich habe das Gefühl, vorhin war es ein bisschen deckender, ne? Aber ich bin trotzdem noch sehr zufrieden. Magst du mal kurz herkommen, bitte? Du sollst mal mein Gesicht angucken. Ja. Und mir sagen, wie mein Make-up aussieht. Also nur meine Haut. Hier unten sieht man es, es sieht nicht gut aus. Was, wo? Hier. Da gefällt es mir nicht so, das Make-up. Da gefällt es mir auch nicht, gell? Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Fühlt sich auch ganz eklig schmierig. Punkte irgendwie und so. Das gefällt mir nicht da unten. Also es ist jetzt 6:30, wie ihr gesehen habt. Dem Alex ist nicht wirklich großartig was Hässliches aufgefallen, außer das hier unten, was ich auch schon festgestellt habe, dass hier irgendwie so komisch schmierig aussah. Ich weiß nicht, was das war, ob das einfach schlecht verblendeter Concealer war oder ich weiß nicht. Fühlt sich alles aber auch so ein bisschen schmierig an. Das kann ich halt gar nicht leiden, ne? Aber ja, also so für irgendwelche Special Occasions, sage ich jetzt mal, ist es ganz cool für mich. Aber es wäre jetzt kein Make-up, was ich jeden Tag tragen würde, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr öfter solche Tagestests sehen möchtet. Und vielleicht auch zu was, falls ihr da was Bestimmtes im Kopf habt. Dann, ja, hier unten wie immer geht's zum letzten Video. Hier geht's zum Vlog-Kanal. In der Mitte könnt ihr abonnieren. Und oben auf dem schönen kleinen i seht ihr die Videos, falls ihr mit dem Handy oder Tablet zuschaut und die Anmerkung nicht anklicken könnt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!